Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu diesem doch sehr persönlichen Video, denn heute soll es nicht um die Bücher gehen, die ich gelesen habe und die ich entweder gemocht oder nicht gemocht habe, sondern heute soll es um die Bücher gehen, die ich geschrieben habe. Ich kriege bei Instagram so oft eine Nachricht, dass ich doch vielleicht mal mehr über meine Projekte auf YouTube auch erzählen soll, dass ich nicht nur über die Bücher anderer Autoren sprechen soll, sondern dass mein Schreiballtag und meine Projekte, meine Ideen auch ein Teil von mir wären und ich das doch gerne mal auf YouTube erläutern sollte. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich rede natürlich super gerne über meine Projekte. Dachte halt die ganze Zeit, ich möchte euch jetzt nicht wie so eine Art Schleichwerbung die ganze Zeit damit zutexten. Aber wenn euch das interessiert, dann rede ich natürlich auch gerne darüber. So, fangen wir einfach mal von ganz vorne an. Im Juni 2020 kam meine Tochter auf die Welt. Das heißt, ich hatte dann ein Jahr Elternzeit. Und nachdem sich dann das Ganze mit Kind so ein bisschen eingependelt hatte und ich mit Mala meinen Rhythmus gefunden habe, war dann auf einmal die Idee da, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise die Idee zu diesem Buch war auf einmal da und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe es geschrieben. Ich glaube, ich habe insgesamt für Band 1 ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Also ich habe im August irgendwann angefangen zu plotten und zu schreiben und ich glaube im Februar war ich fertig. Sei es mal dahingestellt. Und am 7. Juni kam das Buch dann in den Handel, genau ein Jahr später, nachdem meine Tochter geboren wurde. Das heißt, beide hatten am gleichen Tag quasi Geburtstag. Dann kam Love Me Girl auf die Welt und ich habe meine zweite Tochter bekommen. Ja, in Love Me Girl geht es um Juniper. Ich werde euch gleich auch den Klappentext einfach mal vorlesen. Und Juniper, ja, ist nicht ich, nein, sie ist viel sportlicher als ich und sie ist viel mutiger als ich, würde ich jetzt mal behaupten. Aber man sagt ja immer, die Protagonistin des ersten Romans hat immer sehr viel Ähnlichkeit mit einem selbst. Was ich mit June gemeinsam habe, ist auf jeden Fall die Liebe zu Captain America. Die hat sie von mir mitbekommen. Und dieses ganze Nerd-Dasein und die kreative Ader, glaube ich auch, würde ich jetzt auch mal behaupten. Aber wie gesagt, June ist ein Surfer-Girl. Ich werde in diesem Leben nicht mehr auf einem Surfbrett stehen. Das kann ich euch schriftlich geben. Aber ich erzähle euch jetzt einfach mal, um was es in diesem Buch geht. Wieso öffnen wir unser Herz für jemanden, wenn es uns doch nur gebrochen wird? Diese Frage stellt sich Juniper Cole, nachdem ihr Leben plötzlich Kopf steht. Genau in diesem Moment kreuzt Paxton ihren Weg. Auch er ist vom Leben gezeichnet und hat mit den Lasten der Vergangenheit zu kämpfen. June spürt eine tiefe Verbundenheit zu ihm, aber sie will nicht noch einmal den gleichen Fehler begehen und hält ihn auf Abstand. Dabei sieht jeder, dass die Luft zwischen ihnen mächtig knistert. Aber wird er sie überzeugen können, die Vergangenheit ruhen zu lassen, oder wird sie ihre gemeinsame Zukunft im Weg stehen? Eine Geschichte über Freundschaft, Liebe und Vertrauen. Und am Ende stellt sich die alles entscheidende Frage, Herz oder Verstand? Das ist mein Mädchen. Ich nenne es mein Mädchen. Und gestern, ihr erratet es vielleicht, war wieder der 7.6. Meine Tochter wurde 2. Mein Buchbaby wurde 1. Und mein kleiner Junge wurde geboren. Ja, ich bin ein Mensch mit Zwängen. Ich bin ein Mensch mit einem inneren Monk. Er heißt Elliot. Er hat einen eigenen Namen. Und er hat gesagt, bring Band 2 auch am 7.6. auf den Markt. Gesagt, getan. BOD hat es Gott sei Dank geschafft. Und jetzt bin ich auch irgendwo Mama eines kleinen Jungen. So. Ja, Love Me Boy. Band 2 der Reihe und auch das Ende der Reihe befasst sich mit Gabriella. Sie ist die beste Freundin von June. Und ja, jetzt werden einige sagen, da ist doch noch eine dritte im Bunde, die Megan. Aber
Es ist aktuell nicht geplant, dass Megan ihre eigene Geschichte bekommt, weil ihre Geschichte irgendwo auch schon im Laufe der beiden Bände nebenbei erzählt wird. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, und Gabby ist ein ganz anderer Typ Mensch als June. Und die beiden ergänzen sich wirklich perfekt. Ich habe es immer genannt Feuer und Wasser. June ist das Wasser, Gabby ist das Feuer. Und seit gestern könnt ihr sie auch noch besser kennenlernen, wie ihr es in Band 1 schon getan habt. Denn das ist ihre Geschichte und ich erzähle euch jetzt, wie die da lautet. Schon als Kind musste Gabriella Sanchez lernen, dass das Leben sehr kostbar ist. Deshalb genießt sie jeden Moment in vollen Zügen. Sei es ihr Job in der Forschung, die Zeit mit ihren Lieben oder ihr Single-Dasein. Als ihre beste Freundin June sie bittet, den Aushilfsjob im Laden ihres gemeinsamen Freundes Logan für ein Jahr zu übernehmen, kann sie nicht Nein sagen. Gabby und Logan sind allerdings beide Hitzköpfe und selten einer Meinung, ob das gut gehen kann. Die Zusammenarbeit läuft jedoch ganz anders als gedacht. Bald hegen sie Gefühle, die über Freundschaft hinausgehen und sie können sich nicht dagegen wehren, so sehr sie es auch versuchen. Alles scheint perfekt, doch was tun, wenn die Vergangenheit dich wieder einholt und mit deiner Zukunft kollidiert? Ich bin schon so gespannt, wann die ersten Rezensionen bei dem großen A und Co. eintrudeln. Aktuell ist nur das E-Book verfügbar, zumindest dort und auch bei Thalia. Aber ich habe gesehen, dass Hugendubel und der BOD-Shop selbst das Printexemplar schon online hat. Das E-Book gab es genau wie im letzten Jahr schon einen Tag früher, am 6.6. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wer der Erste sein wird oder die Erste, die ihre Rezension veröffentlicht. Auf Instagram habe ich schon zwei gesehen, aber ich bin ja natürlich gerade beim großen A sehr gespannt, wer da Erster wird. Ob es wieder die gleiche Person wird wie beim Band 1, wir werden es erfahren. Ja, so viel zum Thema Schleichwerbung. Ich würde jetzt auch super gerne mit euch über meine aktuellen Projekte sprechen, aber ich denke, wir lassen das Video jetzt einfach mit Love Me Girl Thematik und zu den Projekten werde ich euch nochmal ein gesondertes Video machen, denn es gibt einige Projekte, ich weiß noch nicht 100%, wie ich sie umsetzen möchte, aber ich werde euch vielleicht gerade bei meinem nächsten Projekt, das sich aktuell noch Projekt R nennt, mitnehmen beim Entstehungsprozess. Vielleicht mache ich da so am Ende ein Video, wie ist das Buch entstanden oder so. Ich habe da super viele Ideen, aber mal schauen, wie ich das Ganze umsetzen werde. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wünsche euch ganz viel Spaß mit June, Pax, Gabby, Logan und Co. Mit Love Me Boy, Love Me Girl und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!